Willkommen, meine Biberchen. Wir bauen unser erstes Aquädukt. Oder zumindest so etwas Ähnliches. Ich bin ja noch am Lernen. Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, meine Gedanken haben während der Pause zwischen den beiden Aufnahmesessions, also dieser hier und der letzten, die ganze Zeit hier über das hier so ein bisschen sinniert. Und ob das wirklich so sinnvoll ist, was ich jetzt hier mache. Aber ich werde es jetzt hier jetzt halt einfach mal so durchziehen. Einfach im Zweifelsfall, weil es nochmal ein schickes Wasserreservat ist, aus dem man dann theoretisch noch Wasser und auch Faulwasser pumpen kann. Deswegen werden wir es einfach weiterhin so betreiben. Nach wie vor hatte ich auch nochmal darüber nachgedacht, ob ich hier das Faulwasser direkt ableiten will. Aber nee, ich denke, ich werde die Faulwasserableitung wirklich an dieser Stelle jetzt hier durchführen und dann halt letzten Endes, ja, es komplett in diese Richtung wohl bewegen. Weil alles andere macht in meinen Augen relativ wenig Sinn, weil wir ja schließlich auf die Energie angewiesen sind und ich möchte nicht komplett nur auf die Windenergie im Moment zumindest bauen. Denn das würde uns auf Dauer, ja, vor ein paar gewisse energietechnische Herausforderungen stellen. Oh geil, guck mal, hier ist gleich der nächste Metallblock da. Ja, und es fehlen hier halt noch die Metallblöcke. Das wird eine Weile dauern. Die gute Nachricht ist, wir bauen in der Zwischenzeit wieder einen großen Grundstock an Brettern auf. Derweil wissen wir, dass wir anfangen müssen, uns in diese Richtung zu arbeiten. Weswegen wir jetzt hier auch schon damit angefangen haben, uns ein klein wenig in eine andere Richtung zu bewegen. Ich glaube, ich plane jetzt hier auch schon mal einen Weg. Oh, warte mal. Da kann ich ja hier direkt runter. Das ist ja voll cool. Ich habe hier gerade eben den natürlichen der Wege entdeckt. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich da... Da gibt es keinen natürlichen Weg hoch. Okay, dann muss ich damit leben. Dann werden wir hier dann einfach hochgehen. Und wie gesagt, also mein Gedanke ist, dass wir daraus hier dann so eine Art eigenen Distrikt machen. Wir könnten die Distriktgrenze halt auch wirklich dann direkt hier hinsetzen. Aber das mal nur so nebenbei. Das wäre dann also eine weitere Möglichkeit für uns. Der hier pumpt, das ist gut. Das soll er auch weiter tun. Und nach wie vor kommt mir halt der Gedanke, schaffen wir es irgendwie, uns jetzt hier nach oben hin zu verlagern. Also ihr seht jetzt schon, ne? Wir beginnen hier dann doch einen gewissen Grundstock an Nahrungsmitteln jetzt hier oben hier anzulegen. Das finde ich sehr, sehr schön. Oh, hier gibt es kurz mal... Ah, es gibt immer wieder mal so ein paar kleine Überschwemmungen. Aber ich glaube, die sind hier relativ normal. Definieren wir sie als normal. Okay, gut. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 3. Ja, das, also wir haben halt eine gewisse Knappheit im Punkto Metall. Wisst ihr, was der Gag ist? Man könnte theoretisch das Metall hier eigentlich direkt verarbeiten. Dinge, die mir gerade eben in diesem Moment auffallen und garantiert 12-mal von euch schon erwähnt worden sind. Ich will mal gucken, wie viel Energie du jetzt hier machst, mein liebes Rad. Wenn ich sage, dass du jetzt hier vielleicht sein sollst, wisst ihr, also der Weg könnte halt um ein so vieles kürzer sein. Ich will das gerade eben mal ausprobieren. Da hätte ich schon längst mal drauf kommen können. Das Ding fließt ja auch immer. Und ich meine mit immer. So, baut das Ding mal, baut es mal. Solange keine Dürre kommt, kann uns das ja auch relativ egal sein. Das wäre halt ideal jetzt hier um das verbleibende Holz. Haben wir hier 12, 27, dann sind wir bei 42 meine ich. Ja, schon bei nochmal 90 dazu, sind wir bei 132, 162, 177, über 207, 297, 312, 342. Es sind schon noch einige. Also es sind genügend. Da gehen wir schon... Also es sind nicht ganz 400, aber es geht Richtung 400. Und da sage ich einfach mal, also das...
Das soll mir reichen. Oh, das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein Problem, dass wir jetzt hier diese Faulwasserflut bekommen. Ich brauche eine gewisse Übergangslösung. Dass das Faulwasser hier nicht droppt. Ja, das muss jetzt. Ich muss das kurz mal testen. Oder wir machen es ganz anders. Es ist doof, aber was soll ich machen? Wir müssen jetzt dringend das jetzt hier machen. Ach, verflixt noch eins. In dem Moment, wo ich dachte, ich hätte einen coolen Plan, wird er mir gerade eben genommen. Wir pausieren das hier mal gerade eben. Das Material muss jetzt da drüben hin. Jetzt, ja, wir müssen das jetzt leider so schnell lösen. Wir wussten, dieser Tag würde kommen. Ich hatte nur gehofft, dass er nicht so früh kommt. So, okay. Also gut, dann ziehen wir das jetzt hier mal hoch. Also ich meine, das Wasser wird hier sowieso dann hier runter droppen, ne? Aber ich will halt verhindern, dass es hier runter droppt. Zumindest bis auf Weiteres. Das wäre nicht so schön, wenn das passieren würde. Es soll halt nicht hier reinfallen. Ich meine, ich muss maximal bis hier kommen. So, die sammeln ja auch gerade eben noch mal ein paar Mats ein, wie man sehen kann. Das ist auch ganz in Ordnung so. So, meine lieben Biber, ich muss gerade eben mal wieder eure Arbeitsschichten vergrößern. Ja, ihr seht, noch droppt das Wasser hier runter. Beeilt euch. Ich möchte halt einfach nicht das Faulwasser hier reinfallen lassen. Das wäre nicht so mein Wunsch. Wenn ich es unterbinden kann. Hier sieht alles immer noch gut aus, was das angeht. Das gefällt mir. Gut. So, der ist jetzt hier fertig. Jetzt müsst ihr noch ganz schnell den hier machen. Seit dir sind nur nächste Priorität. Der wichtigste ist der hier. Der hier ist wirklich enorm wichtig. Weil dann haben wir nämlich die Chance, dass das Wasser hier nicht rüber schwappt, sondern hier direkt runterfällt. Ne? Das wäre genau das, was wir jetzt brauchen. Und, ach so, ja, ich muss dann definitiv das hier auch noch wegmachen. Jetzt dürfen sie nicht mehr hier hinlaufen. Das ist das Problem. Mit der Faulwassersituation. Ey, ohne Witz, ihr werdet das doch jetzt noch hinbekommen, ey. Ich brauche jetzt hier eine 24-Stunden-Schicht, die das für mich jetzt hier schnell noch macht, bevor jetzt hier diese Faulwassernummer auf uns zukommt. Sehr gut, wir haben es geschafft. Wir haben das Problem gelöst. So, jetzt haben wir hier dieses Problem hier. Ich lasse mal gerade eben jetzt hier schon mal runter, weil... Ihr wisst schon, ne? Ich will nicht, dass zu viel Faulwasser sich jetzt hier noch hier mit reingesellt. Das muss nicht. Also Faulwasser muss ich jetzt hier gerade eben erstmal nicht ansammeln. Oh, 29 Tage. Das ist dramatisch. Freunde, das ist dramatisch. Das ist viel länger als gedacht. Naja, sehen wir es von der Seite. Diese Dinge hier gehen jetzt hier gerade eben ab wie Schmidts Katze, ne? Die gute Nachricht ist, wir haben, wie gesagt, hier das Schlimmste verhindert. Aber wir können diese Talsperre hier auf jeden Fall auch so oder so noch gebrauchen. Okay, also der hier hat jetzt hier funktioniert. Ich denke, sie dürfen jetzt hier gerne dann doch mal mit dem jetzt hier noch weitermachen. Das andere
hat zwar eine sehr, sehr hohe Priorität von mir bekommen gehabt, aber eigentlich brauchen wir diese hohe Priorität hier nicht mehr. So, zieht das hier einfach mal nur noch ja, so bei Bedarf durch. Wir kommen jetzt hier gerade eben sowieso nur noch bedingt daran, wo wir jetzt hier ran wollen. Also theoretisch könnten wir jetzt hier eines von diesen Dingen jetzt hier abschließen, aber es hilft mir halt einfach alles überhaupt nicht. Moment, wobei, wir könnten jetzt da noch hingehen und dann setzen wir jetzt hier noch das hier drauf, ne? Das soll ja nach wie vor unser Groß... Halt! Weg, weg und weg. Ja, wir wollten ein großes Aquädukt hier. Und dann wollte ich hier dann Faulwasser hier runterlassen. Also wir bereiten das jetzt hier alles schon mal vor, logischerweise, ne? Genau, dann müssen wir nämlich... Hä? Ich habe das Falsche her. Hä? Warum habe ich denn das Falsche ausgewählt gehabt? So, jetzt so. Und dann sagen wir quasi, also der hier ist auf jeden Fall offen. Also er schließt unterhalb von einer Kontaminierung von 5% oder so. Also er darf ruhig schon... Nee, Quatsch, er schließt, wenn die Kontaminierung unter 10%, unter 10% fällt. Das heißt also, umso schmutziger das Wasser, desto länger ist es offen. Genau, so will ich das haben. Das hier wird ausgemacht. So soll der Plan dann sein. Also hier will ich dann das Faulwasser runterlassen, um es dann hier abzuführen, währenddessen ich hier in diese Richtung dann das saubere Wasser führen möchte. Wir machen dann jetzt hier so eine Art, wow, Filterschutzsystem, wenn ihr so wollt. Ich glaube, wir machen dann aber auch besser hier so ein System. Also jeweils 4 wäre ich jetzt ein Fan von. Wir können auch mal das immer gerade eh mal einsammeln gehen. Also diese Aufgabe bekommen die jetzt hier und so komme ich dann halt auch jetzt da drüben dann noch ran. So, wie sieht es hier aus? Habt ihr das jetzt hier schon fertiggestellt? Der hier läuft mit immerhin 160 PS. 160 PS sind ganz, ganz nice. Jetzt gucken wir mal, dass ich jetzt hier die Schmelzerei in den Start bringe. Die Mats haben wir. Die haben wir sogar spielend. So, ich muss hier mal gerade mal die Straßenführung hier korrigieren. Also wie gesagt, der Kollege hier wird zwar nicht perfekt laufen, aber er wird dafür sorgen, dass wir hier die Mats ein bisschen schneller hinbekommen. Hier sorgen wir mal dafür, dass wir jetzt hier nochmal den Stahl genau schneller hinbekommen. Das wird so eine kleine Übergangsfabrik. Teuer, aber es kostet uns hauptsächlich Holz. Von daher ist es in meinen Augen auch völlig in Ordnung. So, und die machen da jetzt hier auch ihr Ding weiter. Wir sind inzwischen, glaube ich, schon da drüben angekommen, oder? Ja, also hier sind wir drüber. Oh, ich muss aufpassen. Freunde, ich muss aufpassen. Ich spreng mal das Bett hier gerade eben. Ich will nicht, dass da einer runtergeht, der da nicht runtergehen muss. Okay, also wir haben das jetzt hier so weitgehend hinbekommen. Das Ding hier kann ruhig so bleiben. Also jetzt haben wir hier ein tiefes Tälchen jetzt hier geschaffen. Der hier kann deswegen weg und eingesammelt werden. Und dann... Ich weiß gerade eben gar nicht, es ist gar kein Stauraum für die Bretter verfügbar. Das ist nach wie vor ungünstig. Das ist definitiv ungünstig. Gut, ich kann dagegen gerade eben relativ wenig machen. So, wie weit seid ihr hier? Ihr kommt voran. Wir verbrauchen auf jeden Fall gerade eben einiges an Brettern. Das heißt also eigentlich, dass der Bretterstauraum früher oder später definitiv vorhanden sein sollte. So, schön bauen.
Ja, die kommen ja gut voran. Hauptsächlich die Bretter müssen halt noch rangekarrt werden, aber das dauert halt noch so ein kleines bisschen. Und ich kann mir halt momentan immer noch nicht mehr Bauarbeiter leisten. Das ist in meinen Augen noch ein bisschen weit weg. So, ich mach mal gerade immer mal diesen Weg jetzt hier nochmal ein bisschen zurückgebaut. Ich möchte, dass er weg ist. Uiuiuiui. Ich glaube, dass ich dann das hier auch irgendwann nicht mehr brauche. Aber ich bin mir noch unsicher. Und wir müssen dann auch irgendwann in diese Richtung noch weiterbauen, ne? Um dann hier das Frischwasser in diese Richtung zu führen. Das wäre auch sinnvoll. Dann brauche ich aber auch einen Weg. Ich will ja einen kleinen Kanal sprengen, dass das Wasser hier reindroppt und dann in den hier runterfließt. Das wäre so die nächste Idee, die ich habe. Dann könnte man das jetzt ja dann auch noch so ein bisschen begrünen. Und wie gesagt, es soll einfach nur grün sein, ne? Also ich will halt einfach, dass es nicht mehr so braun ist. So richtig viel bringen wird uns das erstmal nicht viel. Weil wir das Gelände nicht wirklich besiedeln können. Aber auf lange Sicht will ich halt das Wasser halt zumindest teilweise in diese Richtung führen. Und dann hier oben so das Ganze für uns zu einem weiteren Wohnort umwandeln. Dass wir dann endlich mal von hier wegziehen können. Ich erhöhe mal hier gerade die Anzahl der Pumper. Ich habe das Gefühl, dass die Pumper ein bisschen wenig sind. Ja, ich habe das Gefühl, also wir sollten jetzt echt gucken, dass das hier alles voll ist. Das sollte voll sein. Wenn ihr mich fragt. So, und hier läuft der Laden jetzt schon. Das ist doch fantastisch. Und das hier ist jetzt auch gleich fertig, sobald zwei Bretter da sind. Jetzt sage ich mal gleich schon mal jetzt hier, der Treuherzige soll jetzt hier mal bevorzugt behandelt werden. Ja gut, der Weg ist jetzt ein kurzer, wie man jetzt hier sehen kann, ne, für ihn. Der Weg wird ein kurzer sein. So, wie weit seid ihr hier? Hier wird es noch ewig dauern, ne? Die gute Nachricht ist, wir haben wieder 11 Metallblöcke. Hier wird noch Faulwasser hingebracht. Das ist ganz nice. Aber das Doofe ist halt, eigentlich ist das jetzt hier sinnlos geworden. Ne, also diese Dinger hier bringen es jetzt uns nicht mehr. Ja, die bringen es jetzt nicht mehr. Ich muss sie woanders noch einlagern. Das werden wir auch noch früher oder später in Angriff nehmen müssen. Mal gucken. Aber ganz im Ernst, so finde ich die Situation eigentlich gerade eben ganz, ganz cool. Warte mal. Ah, ich muss den hier gerade eben mal komplett aufmachen. Wie ich gerade realisiere. Also ich komme zu dem Schluss, ne, das hier war Unfug, dass ich das so gebaut habe. Ich würde mir halt bloß wünschen, dass es halt auch Schleusen auf Viererhöhe gäbe. Das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Aber die gibt es halt nicht. Zumindest nicht ohne Mod. So, dann baut der Treuherzige uns jetzt hier gerade eben aus Altmetall. Recyceltes Metall? Keine Ahnung. Also ihr wisst schon halt. Hochwertiges Metall. Hochwertiger Stahl. Wir machen auch einen Extrakt, das ist gut. Zumindest so lange, bis jetzt hier quasi unsere Extrakt-Bottiche voll sind. So, der hier kann jetzt auch weg, den brauchen wir nicht mehr. Da werden wir später nochmal rankommen. Oh, wir sind jetzt, wir haben gerade eben das, ups. Wir haben gerade eben das jetzt hier abgeschlossen. Jetzt fehlen hier nur noch diese Dinger hier. Da fehlen halt noch 9 Metallblöcke, die wir haben. Aber man muss halt erstmal rankommen. Ich bin deswegen der Meinung, Moment, dass wir
die Priorität von diesen Dingen jetzt hier mal gerade eben so ein bisschen vorantreiben wollen. Das möchte ich getan haben. So, okay. Derweil bin ich immer noch im Überlegen, wie wir das jetzt hier alles da hoch verlagern können. Natürlich will ich auch hier oben irgendwie noch mehr Wasser. Das hier ist natürlich nicht der Idealzustand, den wir hier gerade eben haben. So, absolut nicht. Nee, ich weiß es momentan immer noch nicht. Also zumindest nicht mit den Möglichkeiten, die uns aktuell zur Verfügung stehen. Das ist und bleibt die Herausforderung. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Okay. Nahrungsmitteltechnisch sieht es hier immer noch top aus. Wir haben hier voll gepumpt, das ist gut. Das heißt, ich kann euch jetzt hier wieder pausieren. Man müsste halt all das halt auch irgendwie da hoch verlagern. Aber wir haben da oben halt momentan noch nicht diese Wassereinlagerungsmöglichkeiten. Es sei denn, wir würden saisonal Wasser pumpen und dann wirklich eine absurde Menge an Wasser pumpen. Das wäre wiederum eine andere Angelegenheit. Mir gefällt es halt auch nicht, wie trocken das jetzt hier immer noch ist, ne? Das ist immer noch ein bisschen doof. Ich will mal was ausprobieren. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich die hier tiefer sprenge. Also jetzt sollen sie erstmal gerade eben hier die Mats nochmal einsammeln. Aber ich möchte einfach mal nochmal eines hier tiefer gesprengt sehen. So als Übergangslösung, dass wir ähnlich tief sind wie hier, denn wir sehen, dass das hier halt dann doch einen sehr, sehr positiven Einfluss auf die Umgebung hat, um es mal direkt so zu sagen. Ich denke auch, dass ich hier dann noch den Weg setzen werde, um die Irrigation Zone hier noch mehr zu verbessern. Das alles jetzt hier sozusagen noch mal ein bisschen mehr zu vertiefen. Geben wir der Situation mehr Tiefe. Wo wir gerade eben dabei sind, mehr Tiefe zu geben, dann muss ich das... Ganz im Ernst, wir machen das Duty Completely hier auch. Wir machen das komplett auf dieser Linie. Das hier soll mal eingesammelt werden bei Gelegenheit. Ich meine, Sprengstoff haben wir genug, ne? Es muss bloß jemand einsammeln. Das macht gerade eben Stepper alles ganz alleine. Ja, weil sie alle hier sehr, sehr schwer beschäftigt sind. Hier oben gibt es halt einfach noch nicht den Wohnraum, wo wir gerade eben dabei sind, das hier mal nochmal zu reduzieren. Wir haben aber inzwischen schon 4,8k Wohnraum. Ich mache jetzt mal die Dreifachhütte, ne? Ich will die Dreifachhütte haben. Und dann will ich mir überlegen, wie ich die vielleicht noch sinnvoll hier irgendwo reinkriege. Ich weiß es bloß noch nicht so richtig. Ich meine, man könnte sie hier an den Rand setzen. Randständige Häuser. Eigentlich finde ich die Idee voll geil. Eigentlich finde ich die Idee voll geil. Das Doofe ist bloß, man müsste das randständige Zeug hier hin machen. Oder? Moment. Es muss doch möglich sein. Ja, von hier, oder? Ich bin gerade mir mal überlegen, wie ich das mache. Ich will diese Häuser hier haben, aber sie sollten eigentlich hier sein. Ach, das ist... Es ist alles nicht so, wie ich mir das wünsche. Ja, also ich will die Häuser so hier so hinsetzen. Das würde ich voll cool finden. Aber dann funktioniert es nicht mit diesen Überhängen. Nee, dann muss ich das so machen. Also ich kann jetzt hier so ein Ding hinmachen. Dann haben wir ein Haus. Und das hier ist nochmal ein Haus. So einfach ist das.
dann können wir diese Häuser hier ersetzen. Wie viele Leute passen da rein? 9. Also das hier, es wäre eine deutliche Erhöhung der Leute hier oben. Eine dramatische Erhöhung. Mhm. Dann könnten wir irgendwann mal sogar hergehen und sagen, dass wir diesen Teil hier darunter verlagern und sagen quasi, das ist dann jetzt hier offiziell alles die neue Siedlung. Die neue Siedlung. Oh, wir sind hier schon so weit. Wie geil ist das denn? Das Ding hier übrigens, das soll hier auf jeden Fall schließen. Oberhalb einer Kontaminierung von 1%. Also das hier soll nach wie vor keine Kontaminierung durchlassen. Und dann müssen wir auch von hinten aus jetzt hier anfangen. Oh, bitte sagt mir, dass dadurch auch hier trotzdem der Boden geschlossen ist. Wir werden sehen. Ey, wisst ihr, was jetzt echt mies wäre? Ich baue jetzt hier gerade eben auf diesen Löchern hier, ne, baue ich diese Dinger. Stell dir mal vor, quasi das Wasser würde trotzdem einfach genau hier runter droppen. Das würde meinen gesamten Plan konterkarieren und ich hätte vielleicht vorher erst einen undurchlässigen Boden hinsetzen müssen. I am not sure. Aber man kann ihn anscheinend noch hinsetzen, wie man sieht. Wir werden es erleben. Ich sag's euch, wir werden es erleben. Jetzt sorgen wir erstmal dafür, ne? Jetzt bauen sie erstmal hier nochmal den jetzt hier voll fertig. Dann ist immerhin schon mal der Teil des Aquädukts soweit fertiggestellt. Unsere Industrie brummt. Tatsächlich geht das Altmetall jetzt hier gerade eben auch ganz, ganz gut raus. Hat der eigentlich auch noch genügend Mats? Relativ. Genug ist sowieso immer sehr relativ. Ja, also mir fehlen jetzt halt hier wieder die Metallteile. Die wurden jetzt halt auch teilweise jetzt hier für die Schütze jetzt hier verbraucht. So, jetzt können wir das jetzt hier nochmal sprengen. Bum, 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 bum. Und ich möchte, wie gesagt, das System dann jetzt hier einfach auf diese Art und Weise jetzt hier regeln. Dann setzen wir die Zweierhöhen hier rein, um die Straße wiederherzustellen. Und hier gehen wir auf 1,95 Meter und auf 1,95 Meter. Und schon sind sie hier wieder sehr, sehr beschäftigt. Hier haben sie noch gar nichts gemacht, ne, oder haben sie wieder einiges zu tun. Das wissen wir. Wäre halt voll cool, wenn wir dadurch jetzt hier so eine Trennung hinbekommen würden zwischen jetzt hier dem landwirtschaftlichen Distrikt und hier dem Industriedistrikt, wobei hier oben halt auch Landwirtschaft stattfindet. Auf der anderen Seite, vielleicht können wir sogar diese Siedlung hier behalten und sie halt quasi wirklich so das Bauerndorf nennen. Und das ist dann jetzt hier einfach unser kleiner Ruhrpott. Es sind nur Überlegungen, die ich anstelle. So, hier wurde ein Metallblock nochmal geliefert. Der hat echt durchgearbeitet die Nacht. Gut, 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 gut. Wir machen eigentlich jetzt schon hier so ein Mörderprogramm hier. Also, ich sag's mal so, für... Also in unserem ersten Let's Play haben wir unsere Anlagen noch nicht so groß gemacht, ne? Aber ich glaube, das ist relativ normal, dass man diese Meinung und diese Art zu spielen dann sich irgendwann mal verändert. Weil inzwischen habe ich einen besseren... Oh. Das ist okay. Wir machen das jetzt hier mal gerade eben mal kaputt. Das kann später eingesammelt werden. Das muss sowieso woanders hingebracht werden. Wir haben für sowas sowieso ganz andere Lager. Also außer fürs Dynamit natürlich. So, das hier ist doch schon mal super. Guckt euch das mal an. So mag ich das. So, jetzt machen sie den jetzt hier noch voll fertig. Genau, hier fehlen halt hauptsächlich noch die Metallblöcke. Ich brauche auf jeden Fall dann hier nochmal einen
weiteren Lagerplatz für Dynamit. Wir haben hier für Dynamit noch nichts gesetzt. Ich erinnere mich dunkel daran, dass wir das noch nicht getan haben. Da finden wir noch irgendetwas. Wisst ihr, das Geile ist halt, wir können halt auch das hier theoretisch überdachen und dafür sorgen, dass wir hier jede Menge Speicherplatz haben. Das wird mehr oder weniger das Ziel. Aber das machen wir dann alles so in der Zukunft. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.